Wenn man so ein Projekt wie zum Beispiel so ein Haus machen will, also das ist eh schon ja, relativ happig. Oder? Und wenn man das mit jemandem machen will und dann nachher sagt, ja, du kannst dein 30-Jahr-Zimmer haben und ich will dann nachher ein ganz modernes Studio und ich will dann vielleicht eine ganz moderne Lounge. Ja, das wird dann natürlich schwierig, oder? Ein Gesamtkonzept zum Beispiel zu haben für so ein Haus wäre fast unmöglich, oder? Wenn nicht beide im Prinzip wirklich das Gleiche wollen. Das, was von früher her für mich stimmt, das nehme ich. Und das andere lasse ich sein. Ich lebe ja heute und nicht dort so mal. Und es ist ja nicht so, dass ich die Zeit nachher kopieren will. Ich bin froh, dass ich dazu stehen kann, dass ich nicht gleich sein muss wie die anderen. Ich finde es schön, wenn man sagen kann, nein, ich muss nicht gleich sein. Und wir haben extra Freischalter genommen, dass sie im Prinzip die Sachen, die halt einfach sehr typisch sind für diese Zeit. Oder? Und die Vorhänge sind noch ein Thema, wo man sich auch noch finden muss. Das ist nicht so einfach. Meistens hat man nicht ganz genau die gleichen Geschmäcker. Oder, man weiss schon im Stil von, aber der Vorhang ist ja ein Vorhang, aber nachher kannst du ihn so da oder so da schneiden und man kann ihn fest rüscheln, weniger rüscheln. Ohne Hut aus dem Haus. Aus tiefster Überzeugung. Ich weiss zwar nicht, warum. Also, wow, das ist gang und gäbe. Man muss alte Fotografien oder vielleicht alte Filme anschauen. Dort läuft der Mann nicht ohne Hut rum. Dort tut er auch den Hut abziehen, wenn er ins Lokal kommt. Mütze nicht, den Hut schon. Aber das geht heute nicht mehr, weil es hat in diesem huren Scheisslokal nicht einmal mehr einen Huthaken. Ich hatte mal einen Punkt, wo ich gedacht habe, ich verkaufe alles. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn ich so vorstelle, wenn ich jetzt nicht mehr die Möbel hätte, ich müsste neue kaufen. Wollte ich wirklich in die IKEA neue Möbel kaufen? Und dann habe ich sagen, das passt gar nicht zu mir, ich bleibe bei dem, was ich habe. Die Idee ist eigentlich mehr so eine authentische Lebenswelt herzustellen. Also etwas, was sich zum Beispiel auch immer wieder verändert. Etwas, was uns widerspiegelt.
Also, es ist nicht so, dass man bei uns einfach auftut und dann haben wir nur noch Sachen, die die richtigen Datum drauf haben und so. Das wäre alles gespielt. Heute war es auch ein bisschen stierig, weißt, dass ich es an der Schreibmaschine mache, so wie es schon immer war. Einfach zum Gegenpol geben in der heutigen Methode, wo alles so ring ist und wo man wirklich nicht so konzentriert muss sein muss. Oder wo alles so zu ring geht. Wie mit so einem Telefon, das eine Dreischeibe hat. Wo man nicht einfach eine Wahlwiederholungstaste drücken kann, sondern muss man einfach die ganze Nummer wieder reingeben. Das geht ein bisschen in die Richtung. Und irgendeinem Ort mache ich... Es könnte sein, dass ich damit ein bisschen provozieren will. Oder ein bisschen vor den Kopf stoßen. So wie das bewiesen ist, dass es ja auch gehen würde. Ohne die rasante technische Entwicklung. Yes, Abendkleider, Reparatursachen und Hochzeitszeug, Herbie Frack, Mäntel, Winterjacke, alles. Hüt. Was ist so? Ich habe den Sohn gut. Tada! So. Das ist so brav. Für eine Beerdigung. Da fehlt einfach noch das Cabriolet. Tja, also so. Ah, Monsieur. Den kann man so anlegen. Oder so. So, die Hornette wieder schön. Jetzt bin ich so wie in einem Stand, bevor ich etwas Neues kaufe, weiss ich, müsste ich mich von etwas trennen. Weil ich den Platz gar nicht mehr habe, um es aufzustellen. Das ist zum Beispiel ein Kostüm, von einem Schneider gemacht in den 50er Jahren. Und das ist noch im Keller aufgetaucht. Also es hat eigentlich auch noch eine Originaletikette dran gehabt, ursprünglich. Und weil ich nicht einen ähnlichen Faden gefunden habe zum Kaufen, tue ich vom Rock, vom Saum, so Fäden rausziehen, dass ich das flicken kann. Eigenes Gemüse können zu verkochen. Und im besten Fall noch Gäste anzubieten oder aufzutischen. Das ist natürlich schon eine reizvolle Geschichte. Ganz abgesehen, dass es vom Geschmack her natürlich auch schon bedeutende Unterschiede aufweist, als wenn man es irgendwie von einem Lumpengrossverteiler kauft. Und was schweiniger gleich schmeckt wie der Kabis. Und alles ist noch in Plastik eingepackt, was etwa 4 Messer braucht, damit du es auftun kannst. Das Konsumverhalten der heutigen Gesellschaft finde ich primär nicht so gut. Also dort habe ich Mühe mit. Auch die Schnelllebigkeit.
die damit in einem gewissen Sinn verbunden ist. Die Qualität dieser Sachen, die haben so abgegeben. Früher war es wichtig, dass man etwas kauft und dass das lange hält. Und heute geht das so schnell kaputt, dass man gerade wieder etwas braucht. Da sind wir als Gesellschaft heute da im Dran, oder? Dass wir diese Sachen nicht mehr haben. Ein Wort ist ein Wort, oder? Eben, man konnte nicht einfach mit dem Handy schnell anrufen, komm jetzt nicht. Weil es hat gar nicht die Möglichkeit gegeben. Wenn du absagen wolltest, musstest du eine Woche im Voraus müssen absagen, oder? Weil es gar nicht anders gegangen ist. Und das sind schon Sachen, die für mich noch so zentral sind, oder? Die ich kritisiere. Es gibt ein geklügeltes Wort, das sagt, oder? Früher ist alles anders gesehen. Und nein, es geht anders. Früher war nicht alles besser gesehen, aber sicher anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hinten drin leben. Ich verstiege mich sogar ein bisschen zu der Behauptung, dass wir Teil uns sogar ein bisschen vorausleben. Also wir können über 10, 15 Jahre können wir für uns selber einen Denkansatz entwickeln, der völlig abgekoppelt ist von einem Diktat oder von einer öffentlichen Meinung. Da denke ich, da haben wir einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbestimmung in unser Leben hineingeholt. Oder? Und sie sind mit dem vielleicht sogar ein bisschen aktueller und am Schluss vielleicht sogar ein bisschen progressiver als die Leute, die sich als progressiv anschauen. Also, vielleicht sind wir sogar Avantgarde. Alles sehr viel bewusster müssen angehen, weil es hat viel weniger Alternativen gegeben. Heute gibt es viele Alternativen, es gibt unzählige Möglichkeiten. Und aus all diesen Alternativen die da, oder Möglichkeiten, die da einem gegeben sind, eine rauszupicken, wo man mit so einer Überzeugung dahinterstehen kann, wie ich es jetzt tue, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich das Glück gehabt, dass in mein Elternhaus hat so ein Trend, eine Richtung angegeben. Ich habe die ein bisschen übernommen, habe sie verintensiviert mit meinem Gefallen an damals halt 50er Jahre oder so. Habe das weiterentwickelt und bin gar nicht mehr von dem Weg weg. Ich finde es sehr schön, dass man heute leben kann und all die schönen Sachen von früher mitnehmen und das wie umsetzen für einen selber, das für einen stimmt. Und wir leben heute in einer Zeit, wo es uns die Möglichkeit gibt, frei zu wählen, was wir wollen. Und von mir aus gesehen machen viel zu wenig Leute davon Gebrauch, dass sie frei wählen, was sie wirklich wollen.